fürs Frühstücksei. Siri, stelle den Timer auf 6 Minuten. Und das funktioniert. Für uns oft am Start ganz cool, dass man über Livestream dann auch das Rennen einfach anschaut, wenn man eine hintere Startnummer hat. Ich bin Android-User mit Spider-App. Das ist meine Nummer 1-App. Ich lege sehr viel Wert auf die Kamera, weil das man doch viel fest im Leben, wenn man so viel unterwegs ist. Also eine Schnee-App war gut. Fernseher ist über WLAN verbunden, die Playstation ist über WLAN verbunden und so kann man dann ist man mit der ganzen Welt connected, mehr oder weniger. Zum Beispiel auch coole so Heimkino-Soundsysteme, da kann man schon mit einer App sehr viel steuern. Wenn man Training am Ergobike einfach einen Film anschauen kann ohne Werbung. Definitiv, braucht man halt so was. Google Translator, ja, so ich glaube, die brauchen wir zwar ständig. Wenn man zuerst die Routen in einer Bike-App angeschaut und es ist halt cool, weil man einfach die Höhenmeter einfach messen kann, wenn man eine gewisse Vorgabe hat. Also mein Navi sage ich schon meistens, wo ich hinfahren will und tipp's nicht ein. Bitte Conny anrufen. Obwohl ich die Conny noch nie angerufen habe. Wenn man weit weg ist und man sieht den Menschen aber trotzdem mit dem, was man spricht. Dass ich meinem Bruder oder meiner Frau sagen kann, wo bin ich und reden kann, dass ich ihn auch sehe, daheim mein Bruder und das ist für mich das Wichtigste. Das ist Connect Live für uns. Was heißt Connect Live für euch?